So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe, wie immer, den Dommer dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Whatever gegen 4Color Boo Control. Alter. Ja, UL Delver in a Budget Shell mit Shocks gegen Hamster Beatdown. Ja. Hamster Uro Control Land irgendwas Haufen. Ich habe es einfach 4Color Boo Control genannt. Also alles hat, glaube ich, ein Boo drin. Alles außer Schwarz dann dementsprechend. Ja, alles außer Schwarz und es hat, glaube ich, ein Boo Mainboard und ich glaube eins im Sideboard, so wie ich das auch gespielt habe. Nur, dass ich ja mit wesentlich weniger Uros gespielt habe im Vergleich zu dieser Liste, die hier gespielt wird. Ja. Die Liste, die hier gespielt wird, spielt, glaube ich, 4 Uros. Wow. Oder 3. Auf jeden Fall eine Menge mehr als einen, die ich gespielt habe. Ansonsten habe ich halt das Stormforge-Pack gespielt, was dieses Deck hier nicht tut. Spielt das Zenith? Nö. Es ist einfach eine Straight-Up-Control-Liste mit Bahn-Control, mit Rot-Splash für Boo. Wow. Yes, der Hammer. Auf der anderen Seite, richtig, richtig stronger Start. Jetzt... Wer weiß denn? Was ist das? Ponder, glaube ich. Das können Sie? Das ist ein Land. Das ist ein Land, ja. Savannah, okay, interessant. Non-Blue Duels. Verstehe ich nicht. Dachte ich mir. Wird auch weggefetcht. Erstmal geguckt, was der Gegner gesehen hat. Gut, je nachdem, wenn er jetzt einen Minsk und Boo gesehen hat, spielt er natürlich anders. Ja, stimmt. Also dementsprechend kann man schon gucken, was der Gegner gesehen hat. Und die Savannah verrät jetzt auch nur, dass du Bahn bist. Genau. Den Rotanteil wurde noch nicht verraten. Auch wenn man schon eine Volcanic gesehen hat. Aber halt mit Deck beim Patchen. Swats. Oh, wunderschöne weißrandige. Wähle eine Ziege. Ich glaube, die ist sogar deutsch. Das ist vor einem Whiteboard, ne? Ich glaube, ja. Oh. Dann geht man in seinen Turn. Ist der eine Library? Das ist eine Library. Das ist eine Library. Oi, oi, oi. Fetchland, Library, uff, schon da würde ich direkt vergehen. Schon nicht schlecht. Outgrinded in Delver. Mhm. Und da ist auch, glaube ich, gerade nicht viel auf der Hand. Eine Iteration, noch ein DRC, ein Bolt und ein Brainstorm. Ja. Das ist nicht viel. Ja, Wasteland, also Dennis freut sich ja immer, wenn er Wastelanden kann. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man hier einfach sagen, weil ich weiß, ist in dem 4Color Boo Control kein Basic drin. Uff. Also kein einziges Basic. Boah, würde ich nie machen. Und dementsprechend glaube ich, sowas gehört zu haben wie: Oh mein Gott, ich bin sehr glücklich, dass niemand heute Blattmond spielt. Ja, Moonstompy willst du dann nicht treffen. Nein, absolut nicht. Auf der anderen Seite ist es halt auch genau diese Strategie, die man mit Wasteland halt auch machen kann. Man kann den Wasteland-Spieler einfach überfordern, indem er einfach 1000 Sachen hat, die er wastelanden könnte. Und am Ende dann nichts wastelandet und ein dummes Land beinhaltet. Ja. Das ist auch eine Strategie und ich mag die Strategie. Ansonsten, Wasteland, die Weißquelle. Wasteland, die Weißquelle. So, jetzt ist die Frage, man hat ein Artefakt, man hat einen Zauber, irgendwas und Land. Also hat man noch kein Delirium. Ha. Nee, Artefakt, Ponder, Land, glaube ich. Ja. Boah, aber hat noch gar eine Karte genommen. Ui. Uff. Was ist das denn? Westlands. Geil. Life from the Low. Ja, das ist so eine solide Strategie von den Decks, habe ich gehört. Ja, aber es hat keine Ding drin. Kein Feel of the Dead. Feel of the Dead, ja, weil es wahrscheinlich eher dadurch hat keine... Es sind nur Duels und Westlands und Fetchländer. Ja, damit kommst du wahrscheinlich auch nicht mal auf eine solide Anzahl an unterschiedlichen Ländern, wenn du noch nicht mal die Basics spielst. Ich glaube nicht, nein. Boah. Der hat überlegt, ob es gekonnt wird. Uff. Interesting. Ich meine, das Wasteland ist schon mies. Ja, das Wasteland ist halt wirklich... Das macht halt vor allem das Wasteland, das gespielt wurde, noch so viel mieser, weil, ist nicht so geil. Da kommt der nächste Schock. Do it, do it, do it. Punch dir ins Gesicht. Ja, das ist so geil. Oi, oi, oi. Bin mal gespannt, wenn unser UR-Delver-Spieler jemals Duels kriegen sollte, ob er sich dann immer noch zwei Schaden schießt. Einfach nur um der Erinnerung wegen. Oder spielt dann einfach, keine Ahnung, Forzis und spielt dann Krixis-Delver.
Da wird weggelegt. Dann werden drei Karten genommen. Land wurde jetzt schon gespielt. Da ist ein Delver. Das Land. Das ist, glaube ich, ein noch ein DRC? Nee, das sieht. Doch, das ist noch ein DRC, oder? Ein Unholy Heat. Oh, yo, Unholy Heat. Aber es sieht noch DRC aus, ja. Ja, ist DRC. Boah. Den in die Hand. Heat auf die Hand, interessant. Den ins Exile. Den, das so. So ist jetzt. Der Delver unten drunter, das Land ist einfach weg, das Fetchland. Aber interessant, dass das Heat in die Hand geht gegen das Deck. Dings ist auch. Das ist kein DSC, tatsächlich kein Heat, es ist, glaube ich, wirklich ein DRC. Hm. Auf jeden Fall kommt der Ding schon mal für 3. So, jetzt kannst du eigentlich schon Wastelanden und hast du schon wieder das. Ne, das ist das Duel, das weiß ich nicht. Match. Der wurde auch nicht gedelft. Wurde auch noch kein. Ehrlich gedelft. Gedelft. Und es wurde auch noch kein Rot gezeigt. Nee, wahrscheinlich mit Absicht. Wenn der Gegner nicht weiß, wo der Gegner rennt. Ja, absolut richtig. Hm. Trotzdem die Frage, inwieweit hier wirklich mit dem, was läuft. Aber, hat man den Trigger von der Library vergessen gehabt? Das kann sogar sein, ja. Bist du der? Brainstorm. Ah. Hübsche Singular Brainstorm. Aber. Oh, da sind Swords. Da sind Swords. Und 2 Duels, die oben drauf gehen. Ja, die kannst du ja wegschmeißen. Ja, eins kannst du ja ziehen, das andere kannst du shuffeln. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall Sworn, damit Days nicht der Fall ist. Da wird geforced. Pitch Brainstorm, Trigger. Ja. Aha. Uff. Da ist ein Force. Ist da auch eine blaue Handkarte? Ich hab's nicht gesehen. Typhoon. Typhoon. Boah. Hätte ich den Typhoon? Krass. Damit gewastelandet, dann mit Go gesagt. Jetzt spielen die echt Krabbelkeule. Ich werde nicht. Das zieht der. Yes, ah, der hat ja schon Land auf der Hand. Auf jeden Fall eine Menge Länder. Boah. Gar nicht mal so geil tatsächlich. Patchland. Fetch. Chalk. Bold. Einfach das Gesicht. Boah. Einfach nur für den Art von Scry. Macht Sinn, oder? Ich meine, man hat 2 Länder auf der Hand. Ein Land? Ein Land. Ich meine, man hat noch 2 Handkarten. Ne? Man hat noch ein Land auf der Hand, genau. Ja, aber dass man das Land enttappt reingebracht hat, war halt irgendwie. Das war viel zu früh gefetcht, finde ich. Von Uerdelva. Ich weiß nicht, ob unser Uerdelva-Spieler einen Mountain spielt. Nee, aber du hättest ja auf. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach für End of Turn 3 ins Gesicht. So, aber. Mit dem Draw-Trigger. Also nicht den Draw-Trigger, dem Lucky-Lucky-Trigger. Ja, ja, aber hätte man auch zum Beispiel abwarten können, ob der 2 im. In der, ob der wirklich so, in Anführungszeichen, Not am Mann hat, der Bu-Spieler. Ob der 2 Karten zieht in durch die Library. Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier gefetcht wurde, damit hier nicht irgendwie Fetch, dann Swords. Weil das würde deine Pattern ziemlich hart vernichten. Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass das Pattern hier wirklich, also der Weg, den man gehen möchte, sehr stark davon bestimmt ist, dass man diesen Lucky-Lucky-Draw hat. Also es kann ja kein Draw, Lucky-Lucky hat. Da ist ein Ponder. Ja. Immer noch kein Uro, krass. Wandering Emperor? Ja, Emperor, Ending und... Something. Ja. Something. Emperor ist auf jeden Fall noch eine Antwort. Dann mal ein Duel und eine Nasel auf der Hand. Ja, sieht auf jeden Fall solider aus. Also das kann sich jetzt wieder umdrehen. Weiß ich nicht. Das könnte ein Halbreacher sein. Ist leider sehr dunkel gewesen. Das war, glaube ich, eins der letzteren Spieler. So, ja. Ja. Ending, darauf. Darauf schmeißt du den Bolt. Dich, Trigger. Okay, geht weg. Was immer es war. Wollte es nicht. Man sieht es nicht mehr. Nee. Friedhof 2 aus dem Spielfeld. Gibt demnächst. Ich glaube, es war ein Land. Puh, ja, das sind echt eine Menge Länder, oh mein Gott. Das ist natürlich das mies. Jetzt, vor allem jetzt ist so der Turning Point für Minsk und Puh. Mit dem Wandering Emperor. Nicht immer so die Karten. Brainstorm, Wanderer. Ah, okay.
Das haben wir ihm Magic beigebracht. Die haben ihm auch das Flickern beigebracht. Das war auch teilweise bei manchen Leuten echt eine schwere, super schwere Geburt mit dem Magic beibringen, weil Marcel zum Glück nicht. Ja, da absolut richtig. Nase. Die findet im Zweifelsfall den Emperor und der Emperor macht aus oder halt was Besseres. Der Klassiker wäre, wenn jetzt ein Uru gefunden würde. Ja, aber den kann man ja leider nicht nehmen. Die Emperor ist auch teuer geworden. Ja, ja. Nicht in dem Artwork, da ist sie immer noch teuer, aber der ist nicht so teuer wie der Anime-Artwork. Ja, die, das war ja der Frame aus Kamigawa, ne? Der Extra-Frame. Genau. Deswegen, ja, ist schon krass. Aber die wird ja auch viel gespielt aktuell. Ja, ich spiele die ja auch gern zweimal oder einmal. Das ist eine solide Karte. Ja, kein Jog ins Gesicht. So langsam achtet man auf sein Leben. Was ist das denn? Ich glaube, man hat keine Death Shadows drin. In blau-rot. Das wäre eine Idee für Krixis Delver als Shadow. Habe ich auch schon gesagt. Er soll einfach schwarze Sideboard nehmen mit Shadows. Also so ein Metashift-Sideboard. Hier kommt End of Turn was? End of Turn? Ja, wahrscheinlich ein Brainstorm. Und man realisiert gerade, dass da die Naset liegt. Ja, wahrscheinlich. Hm, das ist mies. Puh, kommt dann. Murky Murk. Ja, der murkt halt, der ist halt so da gut. Da hätte man das vor so viel nehmen sollen, aber es ist egal, weil Wandering durch den Emperor. Ja. Den hat man ja auch gesehen. Days. Force. Yes. 5. Ja. And let's go. Ja, man passt sogar auf, was man rausnimmt, weil ich glaube, Dennis spielt einen Snappy. Oh Gott. ein ganz wilder Haufen, den der da hat. Hier und wieder hat man ja auch noch das Land. Wie heißt das? Das Mystic Sanctuary. Mystic Sanctuary, genau. Auch nicht schlecht. Das da zum Beispiel. Ja. Boah. Würde ich halt einfach safe Fetchland nehmen. War da kein Fetch bei? Naja, man könnte jetzt das Mystic Sanctuary spielen, das Swords oben drauf legen, die Naset minusen, um das Swords zu finden. Ja, oder man nimmt, wartet halt auf den Attacker und nimmt den Wandering Emperor, den man auf der Hand hat. Ja, aber hier geht man für das Swords. Okay. Ist ein cooler Move. Das war jetzt so ein bisschen mit Umwegen, aber okay. Ich finde es ein cooler Move. Ich finde es ein bisschen umständlich. Aber okay, so hat man es halt nochmal benutzt. Ne? 22 Leben. Ja, musst du halt jetzt erstmal rauskloppen. Ne? Da kommt die Sonne raus. Oh mein Gott. Eieieiei. Ja, ja. Das selber. Auch wenn es, glaube ich, die falsche Flipkarte ist. Das ist ja so eine, wo du reinkrakeln kannst, wo du willst. Ja, ja, aber die haben links oben haben die bestimmte Symbole, je nach Edition. Ah. Zum Beispiel sehen die Kamigawa haben so einen Fächer und so einen Topf. Mhm. Die Länder für zum Beispiel die Pathways und so weiter haben zwei Dreiecke. Hm. So, das verstehe ich jetzt zum Beispiel. Man hat den Wandering Emperor und kann damit den Delver beantworten. Warum knallt man den jetzt raus? Das weiß ich auch nicht. Das auf der Hand war, glaube ich, ein Brainstorm, oder? Ich glaube, ja. Und das ist ein Wasteland, das macht nicht viel. Force of Negation macht nicht viel, eine Brainstorm da oben macht nicht viel. Na, hier hätte ich auf jeden Fall den Wandering Emperor behalten, glaube ich. Ja, weil der Samurai fliegt nicht. Ja. Leider Gottes. Du überlebst einen Angriff. Ja. Und wenn er den Emperor nicht angegriffen hat, kriegst du den Delver danach weg. Ja. Ist halt auch eine Idee, aber dann ist der nächste Runde. Dann plusst du den jetzt auf den Dings, dann hat er 3 Marken, minus 2 war der eine Effekt, aber ja, das nur, okay. Oh, ist da schon ziemlich gut. Der dredged. Ach, der will den Schrott wegkriegen. Den Schrott wegkriegen von der Library, auch eine geile Move. Und hat einen Uro da mit weggekriegt. Ja, aber ist auch ein geiler Move. Muss man einfach sagen, ist einfach ein geiler Move. Das ist ein gutes, solides Play, ja. Jetzt ist die Frage, man hat nicht genug Mana, um die Dings zu. Jetzt plus mal safe. Was? Minus, noch ein Dude. Hä? Okay. Ist das nicht? Nein, ist ein minus 1, ja. Ist ein minus 1, ja. Und der. Das ist nämlich das Problem, dass der Wandering Emperor gleich tot ist. Draw.
Swords? Nee, Brainstorm. Brainstorm. Ah. Ist dann Endurance gewesen? Weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall sehr schnell sehr tot, wenn da jetzt was passiert. Okay, macht er den Uru im Friedhof? Ja. Der macht jetzt wahrscheinlich einfach das Game. Na, genug Schrott ist auch drin. Das ist absolut korrekt. Boah. Die Samurai haben Wachsamkeit, richtig? Die haben Wachsamkeit und wenn die geplust werden... Dann hätte ich mit dem einen Samurai auf jeden Fall angehört. Hat er ja. Ah. Zwei Leben wurden abgezogen. Sehr gut. Oh, Chain Lightning. Oh, Lightning Bolt. Bam! Bam, bam, bam. Ja, hätten wir den Emperor aufbehalten. Emperor auf jeden Fall für den Dare aufbehalten. Weil man hat ja sehr, sehr konservativ gespielt gegen den Murky. Mhm. Dann hätte man das auch gegen den Dare machen können, denke ich. Ja, plus, ich weiß gar nicht, ob da noch ein Fetchland oben war, als man da Sanctuary genommen hat, weil da hätte man auch das Fetchland nehmen können. Ich weiß es nicht. Ach, ja, aber die Sonne besser. Das ist schon mal angenehm. Sorry dafür. Boarding. Mhm. Boarding. Schwierig. Also, ich glaube, beide haben Red Elemental Blast im Sideboard. Ja. Ich glaube, beide werden sie reingebordet haben. Ja. Da sehen wir auch schon einen, beziehungsweise einen Pyroknall von Urdaver-Spielern. Marcel vielleicht sogar einen Blue Elemental Blast. Oder halt einen Pyro Blast. Ein Hydro-Blast. Hydro-Blast. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich weiß es nicht. Also gerade bei Boo Control bin ich ein bisschen... Bei der Version von Boo Control bin ich ein bisschen überfragt. Da ist auf jeden Fall noch ein Endurance. Oh mein Boah, Gott, das sind meine genau 5. Uiuiui. Okay, das tut meistens weh. Aber es ist auf jeden Fall ein fetcher Duel auf der Hand. Das heißt, zwei Mana hat man safe. Und der beste Draw. Getapptes Land, was nichts mehr bringt. Oh. Einfach das Beste. Einfach erschießen. Hä, nein. Einfach drauf. Einfach erschießen. Hm. Ja, warte. Oh, da ist noch gar nichts passiert jetzt. Das ist interessant. Hm. Ja, jetzt kann natürlich passieren, dass man ganz schnell abgeräumt wird von den DRCs. Ja. Ein Damage von dem. Plus den Pyroblast, den man noch hat. Das schon ordentlich. Ja. Ist die Frage, was jetzt kommt? Das ist ein Uro. Ja, den kannst du halt. Ja, aber den reinzuschmeißen, das ist ein Swords. Das ist kein weiteres Land. Ja, man hat aber ein Swords auf der Hand. Ja. Da hätte ich, glaube ich. Auf den Fetch hätte ich den auf jeden Fall geswordet. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Idee gewesen. Oder auf die. Ja, aber man kriegt ja dann auf jeden Fall zwei Trigger raus, was mies sein kann. Ja, ja, weil auf den Fetch zu sworden, ja, wenn er einen Daze hat, kriegt er so oder so einen Trigger, weil er ein Land liegen hat. Aber ein Land, da überlegt man sogar. Wahrscheinlich ein Murky. Ja. Eine Karte. Nee, es ist hier zwei Karten, genau da. Die Duration. Ja, Duration. Hm. Boah. Jetzt kann man natürlich zwei Sachen zurücklegen. Ja, Wasteland. Wasteland zieht man. Upkeep. End of turn, Swords. Natürlich jetzt auch geil, weil wenn man jetzt in der Upkeep swordet, kann man jetzt Force of Will. Was? Aha. Da war doch ein Force of Will auf der Hand, oder nicht? Jo. Man hätte easy Force of Will können, hätte beide Karten wegschmeißen können. Und somit seinen Brainstorm clearen können. Ja, aber du willst ja das Wasteland haben. Ja, aber... Uff. What the hell? Oh, die Scheißverzauberung. Ja, da ist die Hex. Oh, damit hat er mich auch gekriegt. Force of Negation, Force of Will. Oh ja, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß hier, ja. Oh mein Gott. Diese Verzauberung besagt Folgendes. Immer wenn der ist ein Enchantment für den Gegner. Ein Curse für den Gegner. Wenn der Gegner einen Nicht-Kreaturenzauber spielt, rollt man D6 und der kriegt so viel Schaden. Danach wird die an einen random Gegner ausgerüstet. Naja, random Gegner bei 1 bedeutet,
Der geht noch. Da kannst halt ein W6 würfeln, 1 bis 6 ist man selber, ne? Ja. Viel wichtiger ist, dass man halt hier einen Würfel würfelt für 1 bis 6, kriegt man bis zu 6 Damage pro Spell. Also pro Non-Creature Spell. Das ist richtig toll. Das kann wehtun. Länder zieht man auch keine, das heißt, man könnte noch nicht mal das Endurance raushauen. Und Wasteland liegt auch noch da. Ja, es ist echt keine schöne Situation. Oh, er würfelt schon mal. Wanna roll the dice? Da kommt, ja. Da kommt der Library. Trigger. Fick dir. Wer würfelt bei dem Ding? Und okay, man selber anscheinend. 5 Damage. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Da bin ich sich freuen. Finde ich großartig. Oh Mann, Alter. Ist, dieser Haufen. Ja. Es ist eine sehr, sehr coole Verzauberung. Und mittlerweile sogar auf Magic Online. Die war ja auch lange Zeit lang nicht auf Magic Online verfügbar. Ah, fuck, jetzt hat man zweites Wasteland. Ja, zwei Wasteland. Boah, da würde ich... Die Frage ist, will man hier Wasteland? Will ja eigentlich, dass der Gegner was castet, oder? Das ist doch kacke egal. Der, wenn, selbst wenn, wenn du dem jetzt beides Wasteland, wenn der nochmal ein Land zieht, muss der Brainstorm oder Ponder spielen, damit der überhaupt irgendwas hintereinander kriegt. Boah. Spielt man das Wasteland und Double Wasteland und bla bla bla. Und Marcel denkt sich nur so, ach du Kacke. Ja, Bubble-Trigger. Jetzt ist das Ding auch noch Delirium. Das Ding ist Delirium. Oh. Uff. Das ist eine Kreatur. Das war das Finale, wo? Ach, das ist dieser Ein-Mana-Dude. Immer wenn du surveilst, bekommt er eine +1/+1 Marke und ich glaube, wenn du 10 oder mehr +1/+1 Marken darauf hast, hat er Trampel oder so. Was? Ja. Total, das ist Sideboard-Tech, die er drin hatte. Total bescheuertes Ding. Oh Gott. Wasteland. Do it. Ja, das kannst du, glaube ich, auch. Für 3, du musst angreifen. 1, 2, 3. Ja, das kann schon wehtun. Ja, okay, du hast die Library. Ist auf jeden Fall ein Land und ein Swords. Da musst du schon 4 nehmen. Boss, bitte. Ja, okay, warte. Oder du nimmst das Land. Du weißt halt nichts von dem Wasteland. Ja. Du musst jetzt theoretisch rein rechnerisch das Land nehmen, weil du kriegst jetzt nur 3 anstatt 4 aus der Library. Ja, 1, 2, 3. Ah, das tut schon mehr. Und vor allen Dingen... Brainstorm? Wenn du jetzt Swords zockst, kann es dir passieren, dass dich die Verzauberung umbringt. Ja. Du musst halt einfach nur diese Sonne. Ein Crit raushauen, also eine 6. Das wäre heftig. Oh Gott. Oh fuck. Jetzt bin ich gespannt. Wasteland, oh mein Gott. Na gut, jetzt geht man wahrscheinlich hin, nimmt eine Karte. Ja. Das ist die letzte Chance. Man nimmt jetzt ein Land, nimmt. Okay. Ne, du hast ja. Du hast das. Das ist vorbei. Ja, es ist. Oh mein Gott, das ist ziemlich hart vorbei eigentlich. Weil man kann halt jetzt nicht mehr viel machen. Endurance. Oh Gott. Endurance nimmt den Friedhof raus. Oh, hat der ein Scheißglück. Naja. Ja, klar, ist jetzt halt. Ja, unten drunter. Einfach so, bam, passt. Das heißt, der Typ wurde jetzt. Der hat Price of Progress. Oh Gott. Ein Damage davon. Ponder. Trigger. Weg. Oh, das Feld hätte ich wahrscheinlich sogar genommen. Force of Negation. Oh, das ist um. Ich wüsste nicht, was man hier ziehen sollte, um durch Pyroblast, Force of Negation und diese Verzauberung durchzukommen. Ja, die Verzauberung kann dich ja schon killen. Das ist so heftig. 1 bis 6 Schaden. Die hat in diesem ganzen Spiel in Anführungsstrichen nur 5 Schaden gemacht, aber 5 Schaden sind halt ein Viertel deiner Leben. Ja, und die kontrolliert jetzt das ganze Spiel. Du musst die ganze Zeit damit rechnen, du spielst einen Zauber und bist tot. Ja. Übel. Übel. Die hat gegen mich Junt mal gespielt bei uns. Der Gute war, ich habe Prison gespielt und deswegen die ganzen Goblins einfach gedroppt. Ja. Die rennen den halt platt, aber die Option hast du im Control nicht. Nee. Du musst theoretisch jetzt darauf gamblen, dass du irgendwie die Länder für den Uro im Friedhof bekommst. Ja, das ist halt ohne Länder und Maligen auf 5, das tut halt echt weh, wenn man nur da hinten steht.
und hier jetzt gerade ein bisschen, ja, so ein bisschen vorgeführt wird, habe ich manchmal das Gefühl. Da siehst du halt allein schon jetzt dran, du musst überlegen, da liegt gerade ein Delver-Deck mit Shocks. Ja. Was den Control-Spieler komplett vorführt, wie stark diese Shell aktuell ist. Ja. Dass man nicht mal Rules dafür braucht, sondern dass man einfach sagen kann, scheiß drauf. Price, ja. Nehme ich mal 4, also haben mich die Schockländer 8 Schaden gefressen. Alter, das ist jetzt halt, ne? Ja. Und ich glaube, der hat vom Gegner noch nicht einen Schaden bekommen. Mhm. Die anderen zwei sind nicht die Fetches. Und ich glaube, das ist ein Murky. Ja. Ist das ein Pyroblast? Der könnte einfach Pyroblasten, irgendwas, ein Land oder so. Da ist Swords auf der Hand, Library. Das ist so vorbei. Du musst jetzt als Control-Spieler hättest du jetzt eigentlich schon nach jede Runde einen Landdrop machen müssen, in der Hoffnung, irgendwie den Oro zu ziehen. Würfeln. Tot. Safe. Tot. Ja, safe nicht, aber tot. Tot. Ja, 2-0 URL war. Wow. Hier, krass geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao, ciao.